Hallo und herzlich willkommen zu Leb Let's Play und einem Together hier bei Uncharted 3. Und zwar das Turnier mit den Pärchen. Mit dabei ist der Felix, die Claudia P, Cool. die Casey und ihr Sohn, der Sven. Hallo. Und der Soundchecker, yeah. Und wir starten mit Messing statt Panzerfäuste. Hey, liebe Laura, nicht so viel kommentieren, sonst hören die ja, wo du bist. Nachvertonen. Der Ingame hier, dieses Chat ist an, wir können uns also hören und wir haben 11 Spiele zu spielen insgesamt und für jedes Spiel 5 Minuten Zeit, damit es auch hinhaut so von unserer Spielzeit, die wir uns vorgenommen haben. Oh Gott, also die soll mit der Steuerung klar. Wie geht denn das alles nochmal? Immer schön auf der Ich habe zu viel den was Liebe. gespielt. Oh mein Gott, Oh, es geht ich los. sehe, Du, hey, der Bimba. Ah! Warum höre ich denn Nö! alle immer? Oh Gott! Weil der Chat an Okay. ist. Oh. Ich habe irgendjemanden gerade treffen wollen. Der kommt jetzt da lang. Mann. Oh. Wow, in der Luft. Schockwerte. Verdammt. Was? Ah, von hinne. Du Lurch. Da war doch gerade jemand. Zack. Runter ist ein Benzin. Warum fällst du runter? Lässt mich der alleine, ich weiß nicht. Sorry. Warum ist hier keiner? Diese schwulen Panzerkreuzer. Oh. Vor allem. Oh. Wow! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow. Was macht ein Svender? Das war die Rache von Chloe mit ihrem breiten Arsch. Wieder schön von hinten. Ja. Und schon wieder. Boah, von Ecke. Also, mein Team führt, aber ich habe noch keinen einzigen Kill. Go, Laura. Komm, Laura. Ich habe schon 317 Mal daneben geschossen. Oh, der flog schon von jemand anders. Irgendwo muss doch hier der Checker sein. Ey, der ist aber weit geflogen, ne, Claudia? Oh! Fuck, ich muss weg hier! Oh. Da bückt Oh, sich die Alte, anstatt Verfehlzug sogar. wegzulaufen. Ah, schade, da hat mich der Sohn noch erwischt. Vielleicht war es hinterher. Wo ist er hin? Hier war da irgendwo. Ich bin immer so nervös, wenn ich spiele. Im Sprung! Voll der Adrenalin hier. Da oben sehe ich jemanden.
Hä, Alter, wo ist denn? Diese Raketen! Da. Mann! Power-Eliminierung! Nachgeladen. Power-Eliminierung, auch witzig. Da ist gerade eine Rakete geflogen irgendwo. Eine Pussygranate! Das war natürlich. Ja, das war ich. Komm, lad nach! Oh, gut gerecht. Kam hier gerade die Granate hoch. Hahaha. Boah, ha, ha. Von da schießt irgendwo einer. Shit, ey, ich komm auch nicht mehr klar. Ich bin in der Nase fast drin. Und die erste Runde ist gleich beendet. Oh Gott, 5 Minuten. Oh Gott. 13, 11, 10. Habe ich hier irgendwo einen Kugelschreiber? Man weiß es nicht. Waren aber schnelle 5 Minuten. So, jetzt muss ich mal eben kurz auf Select gucken. Du hast jetzt die Möglichkeit, irgendwas aufzuschreiben, nicht? Grün, Rot, Gelb. Alles klar. Jetzt Grün, Rot, Gelb. Du bist immer grün für dich. Das ist doof, wenn du das so aufschreibst. Ja, aber am Ende hier, ja okay. Grün. Doch, ja. Wir sind ja immer grün. Ja, aber die anderen sind bei sich auch immer grün. Du musst auch schreiben, Ted von ja, Hell. ich werd schon merken, glaube ich, wer das ist. Ach so. Na, wie konnte ich nur? Ich hab nur so einen kleinen Gott, Zettel hier. Warte, und... CS. Nach jedem Dämon-Cut oder schneidest du das alles nachher zusammen? Das werde ich hinterher merken, wie lang die Sachen so sind. Jetzt muss ich auf jeden Fall wieder eine Karte einstellen. Wir haben jetzt als nächstes den Flugplatz. Wo haben wir denn hier die Einstellung? Hier haben wir die Waffe. Und da haben wir die super geile KL-7. Wo ist sie denn? Oh nein. Ernsthaft? Ja. Hast du die Hutstatistiken jetzt an oder aus eigentlich? Es ist egal. Jeder kann mit den Dingern spielen, wenn er will. Bringt ja nicht viel. Ich hoffe eben schon. Ich habe eigentlich schnelleres Nachladen auf dem Kopf. Aber irgendwie... Und wie ich gesagt habe, ihr dürft die eine Waffe und die Handfeuerwaffe, ne, ihr dürft beide benutzen, die da immer angegeben sind. Ach, eine Handfeuerwaffe gibt's auch? Ja, ich glaube, die Mikropistole ist hierbei. Da kann ich mich ja gar nicht entscheiden zwischen KL7 und Mikro. Also die Mikro ist wahrscheinlich die bessere Distanzwaffe. Die Blindfire-Runde geht los. Oh oh, ich sehe schon die ersten. Und ich hab halt einen schwarzen Bildschirm. Hallo? Wie, du hast schwarz? Ich habe einen schwarzen Bildschirm, ich sehe nichts, was los ist. Was geht denn? Was geht? Ich werde gerade von hinten erschossen. Nein, ich muss nachladen. Denn... Achtung, Achtung, Erde an Laura, ich habe einen schwarzen Bildschirm. Aber du bist bei uns hier drinnen, seltsam. Warte, ich mach dich mal weg. Vielleicht hilfst. Das hat zwar jetzt ordentlich vibriert, aber ich hab heute nur Probleme. Vorhin kackt mir meine WLAN-Buchse ab, das erste Mal seit Jahren. Du spawnst nicht nach, kann das sein? Das sehe ich nicht, denn... Ich sag's gerne mal, ich hab einen schwarzen Bildschirm. Und jetzt? Immer noch schwarz? Dann geh ich nochmal raus.
Fisch auf. Jo, er ist rausgeflogen. Ja, liebe Leute, an der Stelle blenden wir jetzt Werbung ein. Ding, 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 ding. Fahrstuhlmusik. So, meine Damen und Herren, jetzt hätte ich gern meine 5 Minuten an der Sonne. Achtung, alle ruhig, hallo Aufnahme. Das war gerade wieder der perfekte Beweisantritt für, ja, es ist Uncharted 3, wenn du, obwohl du in einem eigenen Spiel bist, gerne mal rausgeschmissen wirst. Ich weiß, der Klassiker, du hast es verlassen, ich bin gespawnt, alleine auf der Map. Fantastisch. Fantastisch. Ja, und dann habe ich auch gequittet und dann hat er gesagt, sie wurden aus dem Spiel entfernt, hat er gesagt. Oh, Herr im Himmel. Das ist ja der Brüller. Die sagt nichts, zumindest zu dir nicht, so. Deswegen. Moment, ich höre sie auch gerade nicht. Ja, bei ihr ist gar kein Ding jetzt hier im... Bei ihr ist gar kein Lautsprecher am Ding, hast du gesehen? Mach schon aus, mach kurz. Ja, sie hat ja so Probleme mit ihrem Headset. Oder sie wechselt gerade. Ich guck mal, ob sie aus Versehen auf stumm ist. Nee, sie hat selber ihr Headset aus. Boah, bei mir leckt es gerade extremst. Und wieder? Achso, gibt's interne Verbindungsprobleme wieder zwischen mir und. Ich hör Angie und dich. Alles klingt. Ja. Ich auch. Hallo. Boah, leckt das hier, ey. Also Uncharted Mehrspielermodus ist schwierig. Mit TV-Karte. Ah! Oh mein Gott, ich kann mit dem Ding nicht. Ohne Witz. Das... Boah. Wow. Ich nehme lieber Mikropistole, ehrlich. Ey, das ist die Kallrunde, dann wird da mit der Kall gespielt. So schaut's aus. Nein! So kann ich denn jetzt nicht werfen hier? Hat eine Messe hier. Abgestaubt! Von wem auch immer. Ich glaube, ich hab's von einem Gelben abgestaubt. Einmal, gut. Oh, da hinten. Ich komm dazu! Moor. Komm, ich schlag dich. Ich war zu nah dran, dass es nicht.
Das war leider ziemlich dämlich. Boah, mein Monitor ist ziemlich dunkel eingestellt. Attacke! Ja! Ich glaube, die Angie soll gleich mal neu starten, damit ich sie eventuell wieder höre. Nee, die ist so hin und weg, die sitzt gerade gar nicht. Da kommt einer. Da kommen zwei. Verdammt. Ah, Zeit zu Ende. Wow, wow, wow. Angie, hörst du mich? Angelique? Angelique? Laura meint, ob du nochmal neu starten sollst wegen deinem Headset, dass sie dich auch hört? Ja, nein, vielleicht? Was? Ich sagte, Laura fragt, ob du vielleicht schnell neu starten möchtest, damit sie dich auch hört. Du bist mein Headset leise, das verstehe ich. Oder bin ich die Einzige mit dem Problem? Kann irgendjemand anders sie noch hören? Ich höre sie. Ich auch. Ja, nur get out and try, try, try. Wie jetzt? Du konntest sie auch hören, Checker? Ja. Okay, dann liegt's vielleicht doch an mir. Laura jetzt rausgeht, kann ich mir direkt im nächsten Tag setzen. Ich kann ja schon mal hier Anlage. Ui, was spielen wir in der Anlage? Anlage haben Ach, wir. Nee, das war Lars, das AK-7. Jetzt ist die große Frage: War das Standardwaffen oder war das Standard? Ich glaube, Standard war AK-7. Schauen wir mal. Standardwaffen sind, glaube ich, die, die wir eingerichtet haben. Also M9 wahrscheinlich. Kann sein, ja. Ja, ja, ja. So, und wieder eine kurze Werbeunterbrechung. Hast du Musik? Was haben wir denn hier? Wir haben hier Quellbrunnen, Classic-Wasser mit Kohlensäure versetzt. Für, ich glaube, nur 19 Cent aus dem Aldi. Alter, Schleichwerbung. So, ich habe mir ein Power-Fruchtriegel reingezogen, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Fruchtzucker lässt grüßen.